gekommen aus der wunderschönen Stein auf Stein zum Ziel. Was wollen wir noch an der Pfanne? Überhaupt nichts. Gar nichts. Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wesermarsch. Und Tatsache ist sie wunderschön. 3 Tage nachdem wir in Rondenberg, also in Hannover, bei Klemmbaustein-Welt.de, bei Sonja, Hajo und das ganze Team gewesen sind, habe ich die Sonne mit in die Wesermarsch gebracht. Und ja, es ist richtig schön warm. Die Vögel zwitschern im Garten. Und ich habe gleich Spätschicht. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meiner kleinen Klemmbaustube bei Stein auf Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin Moin. Freunde, da bin ich wieder. Ich habe ja schon am Sonntag das Video hochgeladen und ein paar Eindrücke gezeigt, die ich da erlebt habe, die wir da erlebt haben. Und ich hatte tatsächlich einen Kommentar dabei. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle so einen großen Aufriss macht. Das ist doch eine ganz normale Veranstaltung gewesen. Leider warst du anscheinend nicht dabei. Ansonsten hättest du das auch verstanden. Ganz einfach. Man kann es nicht erklären als Außenstehender, sondern man muss dabei gewesen sein und erst dann weiß man, was für eine herzliche Klemmbaustein-Familie sich da am Samstag getroffen hat. Ich war schon bei einigen Klemmbaustein-Veranstaltungen, aber es ist nichts mit dem zu vergleichen, wie es in Ronnenberg gewesen ist. So, Freunde. Dazu haben wir erstmal alles gesagt. Man fragte mich oder man sagte mir, ich soll immer mal so einen kleinen Zwischenstand geben, wo unsere Spendenaktion jetzt gerade steht. Dazu muss ich sagen, wir haben ja jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt lass nicht die Gesichter hängen. Jetzt fragen sie, du hast ja noch so viele Sets, was ist denn damit? Ja, diese Sets, die wir jetzt alle oder die ich hier noch alle liegen habe, da geht es im September wieder mit los. Und zwar dann, wenn wir das Abklemmen in Hannover machen. Und ab da an gehen auch die Versteigerungen los. Über YouTube, über Facebook, eventuell über eBay. Und wir gucken dann mal. Und die Zwischensumme, die wir jetzt haben, sind 1661 Euro. Der Sebastian hat nochmal für sich bei eBay nochmal ein bisschen was verkauft und das Geld gespendet. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal bei den Connor rein. Der ist nämlich Sonntag, ich glaube um 20 Uhr, macht er eine Live-Versteigerung. Vielleicht hat der ein oder andere da mal Lust, mal reinzugucken und dann das tolle Set mit zu ersteigern. Das verlinke ich euch unten. So, Freunde, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe von Kobi nur ein ganz kleines Set mitgebracht. Und zwar den Lancia Delta Integrale HF Turbo und mit 63 Teilen. Und ob sich das lohnt oder ob es mehr... Ja, Formteile, Bausteine sind immer Formteile, aber ihr wisst, was ich meine. Mehr Formteile hat als normale Bausteine, das sehen wir gleich im Aufbau. Freunde, viel Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns nachher nochmal zum Schluss, zum Schlusswort. Bis dahin, viel Spaß. So, Freunde, da habe ich mir letztes Mal bei Blue Bricks das hier nochmal ergattert. Habe ich mir einfach mal so mit eingepackt. Den Lancia Delta Integrale HF Turbo. Das ist ein italienisches Auto, was immer sehr anfällig war, was aber mittlerweile auch schweineteuer ist, wenn man sowas irgendwie gerne haben möchte. Also unter 50.000 läuft bei diesem Auto so gut wie gar nichts, fast wie beim Audi Quattro. Ich konnte dem Auto immer was abgewinnen und Tatsache ist, einer hier bei uns in der Wesermarsch in den Ende der 80er mit rumgefahren und den hatten wir bei uns einmal in der Werkstatt, hat aber leider nicht das Glück, dass ich da mal mitfahren durfte. Eine absolute Rennmaschine. Aber 63 Teile, da habe ich gedacht, wie kann ich denn mit 63 Teilen dieses Auto bauen? Da bin ich gleich mal gespannt. Da gibt es ja mehrere von Kobi. Von diesen 1:35 Modellen. Da steht sechsmaliger Rallye-Champion. Ja, aber, das muss man dazu auch sagen, viele verwechseln das immer, der Lancia Delta, der ist nie in der legendären B-Serie gefahren. Viele immer, ja, der hat den Audi Quattro besiegt. Nein, hat er nicht. Ja, der ist erst
nach der B-Serie angetreten, als die dann sich aufgelöst hatte. Nichtsdestotrotz, sechsmaliger Champion, hin oder her. So, Freunde, wir machen es mal auf und gucken da mal kurz rein. So, Freunde, habe ich letztes Mal ganz vergessen zu erwähnen, beim Anklemmen habe ich mir den Becher bei Hayo gekauft. Und jetzt einige so, ey, das heißt doch Sonja. Nein, da hat Hayo an der Kasse gesessen, als ich mir den gekauft habe. Also habe ich mir den bei Hayo gekauft. In Sonjas Klemmbaustein minus welt.de in ihren kleinen Lagerlädchen und Online-Shop. Guckt da mal rein, verlinke ich euch natürlich. So, jetzt aber genug Werbung gemacht. Dieses riesige Set mit 63 Teilen. Wir gucken mal die Bauanleitung an. Die dürfte nicht allzu kompliziert sein. Ja. So viele Seiten sind es denn Tatsache nicht. Aber alles Drucke drauf. Sehr gut. Das gefällt mir. So, Freunde, ich packe dieses riesige Set jetzt mal aus. Und dann fange ich mal an zu bauen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, euch zwischendurch noch mal reinzuholen. Naja, gucken wir mal. So, was ich cool finde, sind, dass der schöne Sitze hat. Ja, die sind ein bisschen eng aneinander geschmiegt, aber hat auch ein Lenkrad. Was mir aber aufgefallen ist, Tatsache, dass die Steine so ein bisschen hier vorgucken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal so einfangen können und ob ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ja, ich weiß, es ist hohes Niveau, Meckerniveau, aber guckt mal. Ja? Auf der anderen Seite ähnlich. Und ja, es gibt Formteile. Aber die sind wirklich geil bedruckt, ne? Das muss man schon mal anerkennen, ne? Wirklich, wirklich gut gemacht. Auch wieder ein Formteil. Aber trotzdem. Mir gefällt das. Ach klar, der Bau ist einfach bis jetzt. Es könnte noch ein bisschen kompliziert werden, aber wir sehen es gleich. Warten wir es mal ab. So, Freunde, da ist er. Fertig. Hab ewig gebaut, der steht nicht ganz mittig, sonst kommen gleich die inneren Monks durch. So, habe ich fertig. Ich glaube, da sind ein paar Farbspitze drauf. Ich muss mal wieder... Nee, jetzt kommt, jetzt mal Butter bei den Fischen. Habe ich mir bei Bluebricks gekauft. Den Lancia Delta Integrale HF Turbo. 14,95 Euro zuzüglich 5 Euro Versand. Und die 5 Euro habe ich mir ein bisschen aufgeteilt, weil ich mir noch ein paar andere Sets geholt habe. Zurzeit bei Bluebricks vergriffen. Ja, der Bau hat Spaß gemacht. Ja, es sind Formteile. Ja, ich könnte jetzt quaken. Nee, will ich aber nicht. Ich habe das ja vorweg schon gesehen mit 63 Teilen, dass da wohl einige Formteile bei sein werden. Man muss es nicht mögen, ich finde es klasse. Klingt komisch, ist aber so. Habe ich jetzt ein bisschen geärgert, dass ich den anderen nicht gleich auch mitgenommen habe. Und zwar den Lancia Delta HF. Aber der wäre in Rot gewesen. Aber das ist nun mal so. Und ich kann daran auch jetzt nichts mehr ändern. Ich kann mir das ja ein bisschen bei Kobi nochmal bestellen. Aber spielt keine Rolle. Ich habe versucht, eine Figur reinzusetzen, Freunde. Das funktionierte nicht. Schade. Ich hätte gerne eine Figur beigesehen. Und wenn die da nicht reingepasst hätte, liebes Kobi-Team, verdammte Axt, er macht eine Figur, macht unten eine Platte drauf, stellt die da rauf und unten nochmal einen Schriftzug, Rallye-Weltmeister, was weiß ich. Das hätte auf alle Fälle meines Erachtens noch irgendwie mit dabei gehört. Und das wäre klasse gewesen. Ich zeige euch jetzt nochmal im Vergleich. Ich habe nämlich irgendwann mal mir, der eine oder andere wird ihn gleich erkennen, bei AliExpress oder sowas nochmal sowas geholt. Ich sag da weiter jetzt nichts, weil ich mach das mal ein bisschen zurück, Freunde, weil ich glaube, so.
So, und da steht so der Audi daneben. Das sind verschiedene Maßstäbe, das seht ihr schon. Und jetzt seht ihr auch, wie klein der kleine Lancia ist. Das ist nicht in Wirklichkeit so. Das ist tatsächlich jetzt dem Maßstab verschuldet. Trotzdem hätte ich da gerne eine Figur beigesehen, auch wenn sie da nicht reinpasst. Ich hätte gerne eine Figur dabei gesehen, die hätte dann davor gestanden, egal wenn die jetzt ein bisschen größer gewesen wäre. Aber es wäre ganz cool gewesen. Also daher kann man sich jetzt darüber aufregen, mache ich nicht. Ist so, wie es ist, Freunde. Klingt komisch, ist aber so. Ich mag's. Und ich überlege mir vielleicht nochmal, den einen oder anderen dazu zu holen. Was ist eure Meinung? Ich kann mir schon vorstellen, ich habe schon von vielen gehört, das ist nicht so euer Ding, weil es einfach zu viele Formteile sind. Aber ob ich es jetzt wirklich so schlecht finde? Nee, ich mag es leider. Ich finde es cool. Und gerade weil er so schön klein ist, findet er bestimmt auch noch einen hübschen Platz irgendwo. So, Freunde, ich konnte dem Set ja was abgewinnen. Ich muss meine Tasse mal so ein bisschen... Ich kriege ja Millionen von Sonja, dass ich ein bisschen Werbung mache. Und jeden Monat muss die Million auch auf mein Konto. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ich wollte auch mal so einen Klemmbaustein-Becher haben. Übrigens haben wir von Sonja noch zwei Geschenke gekriegt. Und zwar die es aktuell nur für die Ausstellung gegeben hat. Da hat sie mir zwei in der Hand gedrückt. Die werden wir demnächst auch noch verlosen. Tolles Set, Freunde. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch wenn es nur eine kurze Freude war. Mir hat es sehr gut gefallen. Jetzt sind wir am Ende des Videos und jetzt könnte ich mich nochmal wieder bei allen bedanken. Das brauchen wir aber, glaube ich, nicht nochmal machen, weil ihr wisst alle, wie doll wir uns gefreut haben bei der Summe. Ich habe mich schon so oft bedankt. Ich weiß, man kann es nicht oft genug machen. Aber wir müssen auch noch ein bisschen Danke über haben für September. Heißt erstmal von allen oder für alle, die damit geholfen haben, ein großes Herz. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt einen Feiertag. Ihr könnt das ein bisschen genießen. Ich hoffe, dass dann auch Tatsache morgen das Wetter so ist, wie es heute ist. Dann kann ich nochmal das Cabrio rausholen, kann nochmal eine Runde mit dem Cabrio drehen. Am Nachmittag kommt nochmal ein Kumpel, der soll euch nochmal den Roller reparieren. Ansonsten bleibt alle gesund, Freunde. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr zu der aktuellen Spendenaktion nochmal was Neues hören wollt, dann guckt nochmal bei Mario, also Marius Klemmbausteinwelten, Marius Klemmbausteinwelten, Wikis Klemmbausteinwelten, genau, und Mario der Brickklempner, dann schaut da mal rein, denn die sind auch immer auf dem aktuellen Stand. Oder ihr guckt einfach bei uns in der Facebook-Gruppe bei Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein, weil da seid ihr definitiv immer auf dem Laufenden. Und wenn ihr keine Dauernörgler seid und wenn ihr Klemmbausteine mögt und wenn ihr unser zweimal im Jahr in Ronnenberg das Treffen mögt, dann seid ihr bei uns richtig aufgehoben. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns wieder, ich hoffe, in einer Woche, wenn ich dieses Set bauen kann, ganz in Ruhe. Und da freue ich mich riesig drauf. Das ist ja ein Geschenk der Mühfamilie. In diesem Sinne, Freunde, bis demnächst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, na klar, bei Stein auf Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin.